herzliches Willkommen auf meinem Kanal und heute machen wir uns wieder an die illegale Landstraße dran. Wir fangen hier hinten an und setzen erstmal eine Gerade, beschneiden die und dann seht weiter, was passiert. Genau so soll der Straßenverlauf mal aussehen. Es sieht ein bisschen wirrer aus, aber es ist zu machen und es ist zu beschneiden. Als erstes werden jetzt hier diese Straßenplatten wieder weggenommen und es werden zwei Baseplates eingefügt, denn wir brauchen Fläche für die Straße und auch schon ein bisschen für das Kornfeld. Auf geht es hier mit der Grabengestaltung und da geht es weiter mit den 2x2 Bricks, die ich ersetze. Ja, erst alles in einer Farbe, jetzt habe ich mir überlegt, ich mache noch so ein paar Farbnuancen erstmal rein. Fällt auch tatsächlich hinterher auf. Jetzt an der Wand entlang alles mit 1x1 Bricks. Da habe ich so unendlich viele von. Ja, und dann werde ich die natürlich auch verwenden. Aber ich brauche es ja eh in grün. Und anschließend dann noch mit 1x4 Plates die ganze Sache von oben schließen. Das Ganze jetzt einmal auch aus dieser Position, denn die andere Grabenseite muss ja auch gestaltet werden. Hier baue ich dann sofort die unterschiedlichen Farbnuancen ein. Hier noch ein bisschen weiß als Unterbau, weil dann wieder eine zweite Lage 2x2 Bricks draufkommt. Auf dieser Seite geht es natürlich auch weiter. Ich halte nun wieder mal so ein paar Sachen in die Kamera, damit ihr seht, wie ich hier den Unterbau auch gestalte. Und das ist eigentlich sehr sparsam. Alles aus 1x4 Bricks und hier in dem Fall auch mit 1x8. Anschließend die Straße drauf. An dieser Position muss sie noch gecuttet werden und ihr seht, ganz schön druckfest. Jetzt verlängern wir erstmal das Lightstex-Kabel und werden das Ganze hier hinten richtig fest erstmal machen und festdrücken, dass auch alles richtig funktioniert. Dann anschließend diese Baseplate, die ich gerade hier im Keller beschnitten habe, werden wir hier einschieben und auf der linken Seite dann ordentlich befestigen. Erst muss noch eine Reihe 1x Plates auf die linke Seite und dann von oben einfach die 2x oben drauf, damit die Platte mit dem Untergrund fest verbunden ist. Auf der anderen Seite werde ich das noch einmal kurz tun mit einer Plate, um den Bürgersteig schon mal kurz fest zu justieren. Jetzt habe ich hier so eine Art, Führungsschiene nenne ich es erstmal, gebaut, eine Aufliegeschiene, sag ich mal. Kabel nochmal kurz entlang ziehen, alles klar. Und hier die zweite, die kommt auf die andere Seite. Die sind 32 Noppen lang und es wird gleich zu folgendem kommen, passt auf. So, hier nochmal so eine kleine Absperrung, damit ich da gleich was einlassen kann, das zeige ich euch. Nämlich, da kommt, damit wir das kleine blaue Häuschen erreichen können, eine Baseplate hin, die ich anschließend noch bebauen werde und die lege ich einfach hier hinten rein. Ja, und die liegt dann so schön schräg drin, das sieht richtig klasse aus bestimmt. Aber Achtung, jetzt geht's los. Wofür dieses Ganze hier? Ja, ich möchte gerne hier eine Fläche haben, die ich abnehmen kann. Und diese 32x32 doppelbebaubare Baseplate, die kann ich hier einlegen. Total klasse und natürlich auch jederzeit wieder wegnehmen. Also das ist natürlich eine total klasse Sache. Und wofür das Ganze? Natürlich, damit ich hier eine Trittfläche habe. Da haben wir schon mal wieder einiges geschafft. Ihr könnt mal hier schauen, wie ich die Straße festgeklickt habe. Somit ist sie fest justiert. Auch hier hinten diese Platte lässt sich, wie gesagt, jetzt rausnehmen. Was ich machen muss, ist noch einmal hier hinten diesen Schlitz bearbeiten und gleich einmal noch diese Ecke schließen, denn ich möchte hier so einen fertigen Abschnitt einfach haben, dass ich hier so eine gerade Linie erstmal habe, dass wir in der nächsten Runde hier ordentlich drauf weiterbauen können. Aber jetzt werde ich mich erstmal hier an diesen schrägen Pad dran machen, den wir jetzt irgendwie auch begrünen und so weiter. Ach nee, erste Ecke, dann das. Nachdem ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal ein bisschen grün zurückgebaut habe, werde ich mich an diese Stelle hier hinten dran machen. Das bedeutet 2 Brickhöhe und eine Plate und zu den Gleisen hin dann wieder so ein bisschen treppenförmig abgestuft. Aber das zeige ich euch gleich dann auf jeden Fall nochmal. Erstmal hier eine gewisse Grundierung und eine gewisse Höhe in Einklang bringen. Jetzt beginne ich hier mit dem kleinen schrägen Fußweg am Fuße des Windrads für das Schalthäuschen. Ja, auch wieder hier mit vielen 1x1, auch ein paar 1x2 dabei, so einen gemischten Fußweg aus irgendwelchen gebrochenen Steinen, größeren Steinen, kleineren Steinen, ein bisschen grün dabei und so weiter und so fort. Ja, 6x30 ungefähr, zwischen 180 und 200 Teilen beinhaltet dieses Teil jetzt nun auch wieder. Aber ich denke, wenn das drin sitzt, sieht das gleich richtig gut aus und das zeige ich euch gleich auch. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal aus der Nähe an. Da seht ihr auch so ein bisschen die Schräge auf jeden Fall, dass es hier leicht runter geht.
Ja, also ich finde das gar nicht so schlecht. Wir zeigen es mal einmal so ein bisschen aus der anderen Richtung auch. Ja, kann man definitiv so lassen. Absolut. Mir gefällt es richtig gut. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich echt wahnsinnig interessieren. Es war heute nicht wenig, muss ich auf jeden Fall sagen. Es war viel Überlegung mit dabei. Aber wir haben eine wunderbare, schöne, große Fläche geschaffen. Wunderbar, schön und groß, sodass wir hier echt klasse weitergestalten können. Hier am Graben, an der Straße und aber auch hier anfangen können bald mit dem Feld. Und das ist natürlich eine absolut klasse Sache. So, und jetzt machen wir eben noch ein Vorher-Nachher-Bild. Kommen wir heute zum Vorher-Nachher-Bild. So sah es aus, als die Baseplates noch nicht verlegt worden sind und nichts da war. Und das ist der heutige Baufortschritt. Ich glaube, meiner Meinung nach ist das richtig viel. Es war viel Untergrund, es waren viele Steine, der Fußweg hinten zum Häuschen, die Planung etc. pp. Also eigentlich mehr geht nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, das reicht für heute. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in den Kommentare. Ich würde das echt gerne wissen. Ich bin definitiv heute zufrieden. Tja, heute haben wir richtig viel getan. Das steht auf jeden Fall fest. Und es wird auch eine schwierige Ecke hier werden in den nächsten Folgen. Alles das hier zu bearbeiten und das hier, das ist... Es wird nicht einfach werden. Das ist auf jeden Fall klar. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Und wo ich weitermachen werde in der nächsten Runde, ist glaube ich klar. Wir machen hier am Graben weiter. Wieder mit den Bäumen hier, wie auf der Seite auch. Das ist auf jeden Fall klar. Hier wieder den Graben weitergestalten und uns auch auf diese Seite der Straße bewegen. Was wird hier entstehen neben dem Feld? Was kommt hier hin? Ich glaube, es kamen schon mal einige Kommentare. Also, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!